Ihr Lieben, heute nehme ich euch mal mit zu einem besonderen Video und zwar machen wir heute mal zusammen einen Kundenauftrag. Was heißt das für euch? Wir machen quasi heute mal eine Step-by-Step-Anleitung, wie ihr ein neues Schmuckstück kreieren könnt, wo es keine Vorlage für gibt im Endeffekt. Wie geht man vor? Klar, normalerweise überlegt man sich entweder zuerst, was nehme ich für ein Material oder ich habe schon ein Design im Kopf. Je nachdem, ne? Hier ist das Ganze relativ simpel. Die Kundin hat schon festgelegt, was für Materialien wir verwenden. Und zwar nehmen wir hellsilbernen Draht. Das ist jetzt dieser hier. Einmal mit 8 mm und einmal mit 0,3 mm. Das ist natürlich 0,8 mm, keine 8 mm. Wäre ja ein bisschen was breit mit 8 mm, ne? Und dazu hat sie mir einen Stein zugeschickt. Und zwar, komm, geh auf. Ein Falkenauge, ne? Ein wunderschöner Stein. Und ihr seht schon, also ich liebe diesen Stein. Also ich bin total begeistert. Gut, also unser Material steht fest. Jetzt mussten wir noch ein Design erarbeiten. Und das natürlich immer in Absprache mit der Kundin hier. Und wir haben uns überlegt, wir machen hier am Rand vom Stein, also die Fassung oder den Rahmen, wie ihr auch immer das Ganze nennen möchtet, also hier. Das, was hier hinkommt, machen wir mit diesem Muster hier. Kann ich euch auch gleich noch mal bei einem anderen Schmuckstück zeigen. Moment. Sieht dann so in etwa aus. Wenn man das dann fertig gedrahtet hat, damit ihr mal so eine Vorstellung davon habt, wie das Muster aussieht, kann man natürlich auch für eine Aufhängung benutzen, ist klar, ne? So, das ist also quasi dann unser Rahmenmuster. Und dazu hat sie sich gewünscht, dass wir dann den restlichen Draht in verschiedenen, ja, Wirbeln, Schlaufen etc. pp. Dann, ne, wickeln. So, und hier unten könnt ihr dann sehen, habe ich mir so ein paar Steps dann noch notiert, wie ich ungefähr den Draht dann im späteren Verlauf anordnen möchte. Grob angezeichnet nur natürlich. So, jetzt ist für mich immer wichtig, wie baue ich das Ganze auf? Ne? Dazu brauche ich hier natürlich auch erstmal die Maße vom Stein, dass ich dann gegebenenfalls das Ganze nacharbeiten kann, wenn ich nochmal so einen ähnlichen Stein bekomme mit ähnlichen Maßen. Ne? Das heißt, wir messen uns jetzt also den Stein erstmal aus. Der hat jetzt so, wartet mal, 4, 3,8. So. Schreibe ich mir natürlich, wird sich natürlich aufgeschrieben. 3,8 mal, nehmen wir mal die breiteste Stelle. Da hat er dann, was sind es? Oh, 2,6. 2,6. So, das ist jetzt hier quasi der Schnitt vom Stein. Und wichtig ist natürlich auch, was für eine Tiefe haben wir für den Stein. Da wir ja den Rahmen dementsprechend anpassen müssen, müssen wir das natürlich auch abmessen. Ups, das war das Handy. Nicht wundern, ich habe heute mal das Handy ein bisschen anders hingehangen, damit ich mal ein bisschen anders arbeiten kann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das sind ungefähr 1,1, 1,2, so in dem Dreh. Je nachdem, wie man ihn hält. Machen wir mal einen Zentimeter. Also mal einen Zentimeter. So, das habe ich dann hier oben mir notiert. Und jetzt brauchen wir natürlich noch den Umfang vom Stein, weil ohne den Umfang wissen wir natürlich gar nicht, wie lang quasi das Stück sein soll, was als Rahmen dient. Ne? Ist ja logisch. Wie machen wir das jetzt? Da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar nehmt ihr euch ein Stück Papier. Ne? Markiert euch euren Startpunkt. Das mache ich jetzt einfach mal so. Und dann geht ihr hin, hier haltet ihr fest und legt das Ganze dann so. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen auf der Kamera. Legt das Ganze dann hier so an und schlägt dann das Papier da drumherum. Justiert das Ganze natürlich ordentlich. So, jetzt haben wir hier so ungefähr unsere Maße, also hier auf dieser Kante. So. Da haben sich die Papierstücke getroffen auf diesem Stück Papier. So, jetzt können wir das ausmessen. So, da haben wir jetzt
9,5 cm. Perfekt. So. Da ist unser Durchmesser. So, Durchmesser 9,5 cm. Immer schön notieren, alles. Ne? So, und jetzt geht's weiter. Jetzt arbeiten wir an der Länge vom Draht, weil wir müssen ja auch für die ganzen Wirbelchen natürlich Draht noch mitberechnen, beziehungsweise für die Aufhängung rum. Dürfen wir nicht vergessen, wenn wir das vergessen, haben wir nämlich ein Problem. Ne? Da müssen wir improvisieren und das macht keinen Spaß. Ich mache das immer so, ich zeichne mir hier immer eine grobe Linie rein und mache mir hier ein paar Markierungen rein und hier schreibe ich mir die 9,5 rein, dass ich weiß, okay, das ist unser Gerüst. Im Übrigen, das Video wird wahrscheinlich etwas länger, deswegen schnappt ihr euch am besten was zum Trinken. Bei mir ist das jetzt Kaffee. Ihr könnt natürlich auch Tee nehmen. So, wie gesagt, einmal hier ausmessen und dann überlegen wir uns, wie viel Draht brauchen wir für die Schnörkels und für oben für die Aufhängung. So, meine Aufhängung hat im Durchschnitt 3 cm. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon mal 3 cm, die wir da zurechnen müssen. So schreibe ich mir jetzt einfach mal so hin. So, und jetzt kommt es zu den Wirbelchen. Wie viel brauchen wir da? Da haben wir natürlich jetzt dementsprechend gleich Verschnitt, das ist klar, weil wir gehen auf Nummer sicher und machen hier einfach was mehr. So. Gute Frage. Nächste Frage. Wie viel? Pi mal Auge. Müsst ihr schätzen. Ich mache da 10 cm auf der einen Seite und hier kommen auch nochmal 10 cm dazu. Da wir das Ganze in einen Bogen nach oben legen, haben wir am oberen Ende 4 Drahtstücke. So, und diese 4 Drahtstücke verarbeiten wir zur Aufhängung, 2 Stück. Und das restliche Material wird dann im Stein angeordnet, sind dann auch wieder 4 Wirbel. Und das müsst ihr berücksichtigen. Ne? Also wie gesagt, einmal 10, 9,5 und dann nochmal 13. Jetzt muss man natürlich rechnen. Ne, ist klar. Einmal bloß gerechnet, dann habt ihr eure Länge vom Draht, den ihr ungefähr benötigt. Ist ja zum Glück nicht so schwer, das Ganze jetzt auszurechnen. Ne? Deswegen können wir dann jetzt gleich mal starten. Ich hole jetzt noch mein Material und dann fangen wir an mit dem Drahten. So, wir haben uns jetzt das Ganze ausgerechnet, den Draht. Material habe ich auch alles jetzt geholt, was ich brauche. Werkzeug und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir das Ganze zuschneiden. Ich habe jetzt das Ganze übrigens aufgerundet auf 33 cm, weil ich hasse krumme Zahlen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch genauso, aber ich mag es halt nicht. So, wie gesagt, nicht wundern, das Handy hängt heute mal anders, weil ich mich ja wieder am Ausprobieren bin mit der Aufhängung, damit ich dann gut arbeiten kann und ihr auch was seht. So, jetzt messen wir uns die 33 cm erstmal ab. So, da haben wir 30. Müssen wir nochmal 3 cm dazu nehmen. Dann sind wir hier. So, dann schneiden wir uns das Ganze ab. So, ja, kann auf die Seite, weil die 33 können wir uns ja auch am Draht abzählen. Ist ja kein Problem. So. Jetzt haben wir uns das Ganze hier so schön abgemessen. So. Jetzt darf der Draht dann erstmal wieder zur Seite. Und jetzt kommt der dünne Draht zum Einsatz, die 0,3 mm. So, da wir nicht wissen, wie viel wir für das Design brauchen, ne, lasse ich das Ganze natürlich auf der Rolle. Für euch stehen die Maße natürlich nachher, wenn das Video fertig ist, wieder unten in der Infobox drin, ne, damit ihr nicht so lange suchen müsst. Ist klar. Standardmäßig mache ich mir eigentlich so 1,20 ab. Ne. Das ist so das, was ich eigentlich immer mir schon mal runterhole von der Rolle, damit ich auch ein bisschen Platz zum Arbeiten habe. Ist für mich einfacher. So, so Pi mal Auge. So, dann haben wir jetzt unsere 1,20. So, und was normalerweise auch bei mir ist, beim Arbeiten nicht normalerweise mein Handy mit der Stoppuhr daneben, damit ich dann später die Arbeitszeit dann auch habe, aber ist für euch jetzt uninteressant. So, jetzt müssen wir das Ganze anfangen zu drahten. Das ist immer ein bisschen tricky, ne, weil man muss hier im Prinzip den Draht die ganze Zeit auf 1 cm Breite halten.
gibt dafür ein extra Tool, das nennt sich, meine ich, die dritte Hand. Da könnt ihr den Draht dann hier so einspannen, damit es dann die Position hält. Oder ihr geht hin und nehmt eine Perle. Damit könnt ihr auch ungefähr die Position halten. Problem ist, ich bräuchte hier eine 20 mm Perle, habe ich aber nicht. Na, weil ist klar, die Perle geht ja nur die Hälfte, weil ihr müsst ja die aufs Loch drauf tun. So. Heißt, wir müssen das Ganze jetzt festhalten oder wir tricksen. Kann man sich jetzt aussuchen. Nee. Und dazu wollte ich jetzt mal was austesten. Ja, ihr guckt richtig, es ist Lego. Ich habe mir überlegt, ich könnte versuchen, den Draht hier einzuspannen, damit ich diesen Zentimeter habe quasi. Ja, und dann habe ich auch was zum Festhalten. Und ja, jetzt dürft ihr ruhig mal schallend laut lachen. So, müssen wir halt mal gucken. Kommt ungefähr auch hin mit dem Zentimeter. Wir hatten ja eh gesagt, roundabout ein Zentimeter. Ja, deswegen passt das. So, jetzt müssen wir erstmal noch unsere 10 cm abmessen, weil die wollen wir ja später dann noch für unsere Wirbel verwenden. So, jetzt gucken wir mal, ob der Plan aufgeht. So. Jetzt müssen wir das hier da drauf stecken. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich bin gespannt. Und es bewegt sich ein bisschen, aber es hält. So. Nochmal gucken, ob es passt. Wir sind da jetzt bei 1,2. Ist okay. Jo, hier oben nochmal messen, weil das ist wichtig, dass ihr dann auch wirklich die richtigen Abstände habt. So seht ihr, da hätte ich mich schon fast wieder verschätzt. Geht natürlich nicht. Also wir legen das Ganze hier jetzt bei 10 cm an mit dem Lego, weil das ist ja unser Startpunkt. Und ziehen uns jetzt den einen Draht hier so runter. Wartet mal so. Ich ziehe den jetzt hier so runter, bis ich auf 0 bin. Seht ihr? Hier bin ich jetzt auf 0. Jetzt kann ich den anderen Draht dementsprechend auch runterziehen, dass er auf derselben Länge ist. So. Und dann können wir im Prinzip anfangen mit unserem Muster. Södele. Müssen wir aber Drahtende finden. So. Gut. Oben zur Seite wieder ein bisschen biegen. Und dann Chaos. So, erstmal wieder anlegen. Und dann machen wir jetzt erstmal hier unten 5 Wicklungen. So. Ich zeige euch das gleich nochmal ganz genau. So, 1, 2, 3, 4. So. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass das hier nicht so sehr verrutscht. Nochmal nachmessen. Ja, das passt. Na, kann man sonst auch mal mit dem Stein mal vergleichen. Wir gehen ein bisschen in den Stein dann quasi rein. So, das heißt, dadurch, dass wir in den Stein reingehen, also quasi das Ganze umlegen, reichen vermutlich sogar 9 cm. So, also fürs Muster selber. Jetzt. Ich habe jetzt hier 5 Wicklungen gemacht. Jetzt gehe ich mit dem Draht erst einmal nach unten und gehe hier rüber auf die andere Seite. So. Und nicht zu straff den Draht ziehen, ne? Der muss sich nämlich noch um das Schmuckstück legen können. So. Und hier machen wir dann jetzt auch 5 Wicklungen nach unten. Verschiebt sich natürlich am Anfang immer das Normal. So. 2, 3. 4 und 5. So. Da haben wir jetzt unsere 5 Wicklungen. So, jetzt gehen wir wieder hier nach oben, hier hoch und führen den Draht dann unter den ersten Musterdraht wieder hier so durch. So. Und dann geht es wieder los mit 5 Wicklungen. Und bei dem Ganzen ist es wichtig, dass ihr das Ganze immer sauber zusammenschiebt, damit dieses Muster sich ergibt. Na, so eine, zwei, drei,
4 und 5. So, jetzt gehen wir wieder nach oben und hinter den zweiten Musterdraht. So. Ich zeige euch das nochmal. Und jetzt hier eine Wicklung und dann zählen. 1, 2, 3, 4 und 5. So, jetzt gehen wir wieder hoch über den zweiten Musterdraht und unter den ersten Musterdraht. So, und legen hier wieder an. Und jetzt geht es wieder los mit den Fünfen. So. So sieht das jetzt aus. So, und jetzt müsst ihr immer darauf achten, dass das Ganze auch wirklich schön ineinander geschoben ist, damit es auch wirklich sauber aussieht im Nachhinein. Und dann ergibt sich im Nachhinein das Muster. Und ihr seht schon, der Draht zieht sich jetzt sowieso ein Stückchen zusammen durch das Ziehen. Ist aber vollkommen normal. Und das machen wir jetzt auf einer Länge von insgesamt 9 cm, bis wir dann fertig sind. Und dann geht es gleich weiter mit dem anderen Teil. Ich werde euch jetzt nicht die ganze Zeit dazu gucken lassen, weil es ist immer dasselbe. Wie gesagt. Ich zeige es euch jetzt noch ein letztes Mal. So, 5 Wicklungen. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder nach oben über den zweiten Grunddraht und hinter dem ersten Grunddraht anlegen an den Musterdraht. Und wieder 5 Umwicklungen. 1, 2, 3, hoppala, 4, 5, über den ersten Musterdraht wieder drüber gehen, hinter dem zweiten Musterdraht. Und dann wieder die Wicklungen. So. Das passiert übrigens, wenn man dran zieht, ne? Das Muster geht auseinander. Deswegen sage ich auch die ganze Zeit immer schön zusammenschieben, damit ihr ein hübsches Muster bekommt. Und wir sehen uns dann, wenn ich diese ganzen 9 cm fertig habe. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben. Ich bin dann jetzt auch mal fertig mit dem Drahten. Also ich habe jetzt, wie ich euch schon erzählt hatte, jetzt erstmal hier nur 9 cm gemacht, ne? So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Als kleinen Tipp für euch. Irgendwann kann man das hier vorne nicht mehr festhalten. Da kann man das auch so rumhalten, beziehungsweise so rumhalten und dann hier weiterarbeiten. Und ich lege dann immer hier den Finger so darunter als Stabilisierung für den Draht, dass ich quasi immer hier so das festhalte und hier auch den Draht so ein bisschen fixiere. Das ist ein bisschen einfacher. Na? Und dann lässt sich das ganz gut arbeiten. Was ich auch gemacht habe, zwischendurch immer mal wieder das Ganze quasi hier runtergeschoben, ne? Also hier oben quasi festgehalten und dann so, ne? Dass quasi das Ganze sich auch zusammenzieht und nicht zu weit auseinanderklafft, weil sonst sieht das unschön aus. Und jetzt müssen wir quasi den Stein in unseren Rahmen packen. Das heißt, ich hole das Ding jetzt erstmal aus dem Spielzeug hier raus und packe das erstmal zur Seite. Und dann werden wir jetzt unseren Stein hier reinlegen und gucken, dass wir das ordentlich hinbekommen. So. Den Draht habe ich jetzt extra noch dran gelassen für alle Fälle, falls ich noch mal ein bisschen Draht nachdrahten muss. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich biege mir das jetzt hier schon mal so ein bisschen in Form vorab. Ne, einfach, damit es gleich besser klappt mit dem Steinchen. Ne, hier haben wir jetzt noch das Ende, das muss ich danach entfernen. Und jetzt sehen wir uns unseren schönen Stein und arbeiten den vorsichtig hier ein. So, wir gucken auch, dass das alles einigermaßen parallel liegt. Ne? Und dadurch, dass wir jetzt die
Stücken hier, auf Deutsch gesagt, nicht so straff gemacht haben. Ich habe ja gesagt, macht das locker. Kann man das wunderbar hier reindrücken. Ihr seht, dass hier ist schon so eine leichte Delle entstanden. Und das ist auch das Ziel, was wir damit erreichen wollen, ne? So dass der Stein wirklich zu 100% fest in diesem Rahmen sitzt. Ne? Deswegen haben wir das nicht so, wie soll ich sagen, ja, so straff gemacht. Ne? So. Und jetzt seht ihr schon, wir kommen gut da dran. So. Jetzt können wir natürlich auch nochmal hingehen, wenn wir wollen, und den Draht hier verwenden, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn wir wollen. Ne, damit das quasi so eine kleine Verbindung hat. Kann man machen, muss man aber nicht. Na, ich werde darauf jetzt verzichten. Ich werde mir das jetzt erstmal abtrennen. So. Aber was ich machen werde. Hallo? So, wollte nicht. Ich werde jetzt den restlichen Draht hier dann nochmal festmachen, damit er auch schön ordentlich sitzt. Na. Dazu schnappe ich mir jetzt noch die Zange so ein bisschen. So. Kommst du her? Der will nicht. Saubiedel. So, einfach nochmal so ein bisschen drumherum wickeln. Wichtig ist hier halt nur für mich, dass der innen liegt. Ne? Also, weiß nicht. Ey, Fokus, hallo? Also so nach innen, dass er nicht hier oben aufliegt, beim Schmuckstück im Endeffekt. Gleich. Jetzt ziehen wir da noch mal ein bisschen dran. So. Schneiden das jetzt hier schon mal ab. Sauber. Und fixieren das so ein bisschen mit der Zange. Ne? Wie gesagt, das Ziel ist einfach, dass das Ende hier in der Mitte verschwindet. Und genau dasselbe mache ich auch auf der Rückseite mit dem Draht. Ne? Damit halt da keine Ecken sind oder Kanten sind, wo man sich dran verletzen könnte, beziehungsweise man mit den Sachen hängen bleiben kann. Das ist unschön, das wollen wir nicht. Deswegen versuchen wir die Enden halt dementsprechend nach innen zu legen. So. So, nochmal zusammenschieben ein bisschen. So. Und natürlich gucken, dass der Stein richtig rumliegt. Ne? Der soll nämlich so rumliegen. Jo. Ordentlich einarbeiten nochmal. Na, da bin ich aber so ein bisschen penibel bei, gebe ich ja offen und ehrlich zu. Ne? Das muss bei mir immer ordentlich sein und ordentlich auch sitzen. Da verschwende ich auch gerne mal etwas zu viel Zeit drauf. Gebe ich ja zu. Aber was muss, das muss, ne, ihr Lieben. So. Jetzt haben wir hier unsere zwei Drähte für die Aufhängung. Ne, das sind jetzt zwei längeren. So. Die drehe ich mir jetzt mal so ein bisschen hier zur Seite. Und jetzt können wir im Prinzip diese Aufhängung machen. Das war eine sehr einfache Aufhängung. Da nehme ich mir noch das Werkzeug dazu. Ne, war ja eine, wie gesagt, simple Aufhängung. Das meine ich aber ohne den Stein, bevor mir runterfällt noch. So, gucken wir mal, dass wir das hier ordentliche Bogen bekommen. So. So sieht das dann aus. So. Und das war eigentlich schon ein Fehler. Weil ich will die Wirbel ja nach vorne haben, nicht nach hinten. Ne? Seht ihr? Da muss man aufpassen, ne? Weil wir arbeiten den Rest ja nach vorne. Das heißt, ich muss das Ganze auch nach vorne biegen. Nicht nach hinten biegen. So. So. Das soll ja hier gleich lang laufen, ne? Genau. Soll es. Oh Mann. Der hätte jetzt fast einen Fehler gemacht. So. Und jetzt gehen wir hin. Da ist ja die Aufhängung gut. Fixieren wir uns jetzt hier mit dem Draht das Ganze schön sauber. Dazu holt ihr euch die Drähte nach vorne. Sauber. Und wickelt euch das Ganze dann hier ordentlich drumherum. So, jetzt hat sich das ein bisschen verschoben. Aber ist kein Problem. Das richten wir jetzt nochmal. So.
So. Und so. Jetzt kommen wir zu unseren kleinen hübschen Wirbeln. So, jetzt ist natürlich jeder frei in seiner Entscheidung, wie er das macht mit den Wirbeln. Ne? Aber ich wollte halt hier dann schon ein paar mehr haben. Ne? Und die ersten wollte ich hier so ein bisschen parallel auch legen, dass sie so ein bisschen sich quasi überschneiden. Dazu geht ihr einfach hin, nehmt euch quasi einen von den Strängen als Führung und dann macht ihr hier so einen Wirbel. Und was immer ganz hilfreich ist, wenn ihr euren Finger da drauf legt. Das hilft ungemein bei der Führung des Drahtes, wenn ihr da die Finger so ein bisschen drauf legt. So. Jetzt können wir das hier noch ein bisschen enger schieben. So. Und jetzt kann man da einfach noch mal so ein paar random Wirbel reinarbeiten, sag ich jetzt mal. So. Und jetzt kümmern wir uns um die Enden. Die sollen ja schön sein, dafür nehmt ihr euch am besten die Rundzange. Und da gehen wir jetzt hin. Könnte ein bisschen lang sein, machen wir am besten so. Müssen wir eh abschneiden gleich. Also hier an der Stelle kürze ich mir das Ganze, damit ich einen schönen kleinen Bogen bekomme. So, ihr seht gleich, was ich meine. Das ist quasi direkt an der Knickstelle. So, und jetzt können wir da einen schönen Twist reinmachen. Und jetzt machen wir das schön sauber. Ich versuche euch das in der Kamera ordentlich zu zeigen. So. Und der kommt jetzt hier auf die Seite. So, und dasselbe machen wir hier auch. Der bekommt hier auch einen hübschen Twist. So nenne ich es jetzt einfach mal. So. Und jetzt, ich lege hier extra den Finger drunter, damit ich den Stein nicht beschädige, weil ich immer Angst habe mit den Werkzeugen, dass ich die dann zerkratze. Deswegen versuche ich immer, irgendwie so die Finger da so ein bisschen da drunter zu haben. Ihr könnt sonst auch, wenn ihr habt, vielleicht ein Tuch oder so da drunter legen. Wie gesagt, wichtig ist das mir immer einfach, damit da nichts an den Stein dran kommt. Weil gerade diese Steine, ne, die sind nicht günstig, ne? Also wenn ihr euch das mal anschaut, die kosten schon gut Geld. So, wie gesagt, vorsichtig, dass wir den Stein nicht erwischen. Und so sieht jetzt diese Seite schon mal aus. So. Und jetzt kommt diese Schätzeken hier oben mal durch. Einmal. Damit die hier auch noch mal einen kleinen Effekt uns zaubern. So, ihr seht gleich, was ich meine. So, dazu ziehe ich jetzt hier so ein bisschen da dran. Und das dann mache ich auch mit diesem anderen Draht. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen still. Na, aber ihr seht schon, wir haben jetzt hier so einen kleinen Kurve drin. Und das soll im Prinzip dafür sorgen, dass das Ganze ja noch etwas interessanter aussieht, sage ich jetzt mal. So, jetzt müssen wir uns den Draht ein bisschen gerade ziehen. Und jetzt kommt hier nochmal eine Schlaufe. So. Versuche ich schön parallel zu arbeiten. So, und jetzt mache ich das Ganze auf meinem Fingernagel. Sieht ein bisschen bekloppt aus, ich weiß. Aber hat den Vorteil, mein Fingernagel ist ja relativ hart und ich komme halt nicht auf den Stein drauf. Ne? Wie gesagt, ich habe immer Angst bei den Steinen, dass ich die dann halt aus Versehen beschädigen könnte. Das wollen wir nicht. So. So. Und so.
So, der soll jetzt einen Twist in diese Richtung machen und der bekommt einen Twist in diese Richtung. Also müssen wir uns das Ganze dementsprechend vorbiegen. So, machen wir das einmal hier. Dann machen wir uns halt, wie gesagt, hier diesen Twist wieder rein. Kappen das dann hier oben auf dem Stück, damit wir eine schöne Rundung bekommen. So. Und machen uns jetzt einen hübschen kleinen Wirbel da drauf. So. Ich hoffe, mit der Kamera ist das so okay für euch. So. So, da ist der erste Twist. Und jetzt kommt der zweite Twist. Der macht hier so einen Schlenker. Ich versuche den mal schon mal so ein bisschen vorzubiegen. So. Und auch hier machen wir uns dann schon mal so einen kleinen Knick rein. So, immer den Stein gut fixieren, dass der euch nicht runterfällt. Gerade bei den teuren Steinen müsst ihr da echt aufpassen, wenn die euch einmal runterfallen und ihr da eine Katsche drin habt. Ihr ärgert euch des Todes. Wirklich. Das ist ganz, ganz schlimm. So, jetzt mache ich das auf meinem Finger. Wie gesagt, ich bin da echt, was das angeht, übelst schlimm. Ja, ich habe da immer Pipi in den Augen, dass mir die Steine da irgendwie runterfliegen könnten. So, jetzt steht das Ganze natürlich noch ein bisschen ab. Ne? Und das müssen wir jetzt natürlich korrigieren. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Das biegen wir uns jetzt mit den Fingern quasi so ein bisschen zurecht. So. So. So sieht übrigens die Rückseite aus. Und fertig ist er. So, und wer jetzt nur so ein kleiner, naja, Fan von Stabilität ist, bin ich meistens auch, kann dann hier noch hingehen mit dem kleinen Draht, also mit dem 0,3 mm Draht und die Schlaufen immer mal wieder peu à peu befestigen. Na, das kann ich euch immer empfehlen, dass ihr das macht an bestimmten Punkten, wenn ihr da so ein kleiner Freak seid, so wie ich meistens. Also, ne, normalerweise würde ich jetzt hingehen und das Ganze nochmal befestigen. Na, da ich da immer so ein bisschen Schiss habe, dass mir da irgendwas kaputt geht. Das werde ich aber jetzt hier in diesem Fall mit meiner Kundin nochmal besprechen, ob das für sie so okay ist oder ob sie es so haben möchte. Wie gesagt, mein Tipp an euch, nehmt euch hier das als Fixpunkt zum Beispiel und hier diese kleinen Stellen alles als Fixpunkte, um das Ganze zu befestigen, damit ihr einen wunderschönen Anhänger habt, der auch nicht so schnell kaputt geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal ein bisschen was anderes mal war wie sonst, ne? Also kein klassisches Tutorial, sondern eher so ein bisschen. Na, ich nehme euch mit auf Arbeit, quasi. So als Praktikant, keine Ahnung. Nein, Spaß. Wenn ihr das öfter sehen wollt, sagt ihr gerne mal Bescheid in den Kommentaren. Dann kann ich euch gerne auch mal da mal mitnehmen, wenn ich mal wieder einen coolen Auftrag habe, der gut aussieht oder was Neues ist. Ne? Dann nehme ich euch da gerne wieder mit. Und bis dahin würde ich sagen, jetzt abonnieren, Glocke nicht vergessen, weil sonst verpasst ihr natürlich ein neues Video. Ne, ist klar, ihr Lieben. Und bleibt gesund. Bis dann, eure Sarah. Ciao, ciao.